fremden Stapel habe ich geschenkt bekommen. Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Vlog. Dieser Vlog wird ein ganz besonderer sein, denn ich habe morgen Geburtstag. Ich werde morgen 26 Jahre alt und ich freue mich so sehr auf meinen Geburtstag. Ich habe wirklich mich lang nicht mehr so sehr auf meinen Geburtstag gefreut. Ich glaube, worauf ich mich am meisten freue, ist wirklich, dass ganz viele Leute meine Büchergeschenkliste haben und ich einfach Bücher geschenkt bekomme, weil mein TBR-Card ist gerade relativ leer und ich weiß noch nicht, was ich als nächstes lesen werde und deswegen freue ich mich sehr. Was steht alles an? Ich werde heute Abend noch meinen Kuchen backen. Ich mache nämlich gerne diesen veganen Cheesecake und da habe ich übel Bock drauf und den backe ich gleich. Morgen lasse ich mir noch meine Nägel fresh machen. Die sind nämlich schon recht rausgewachsen. Und dann werde ich morgen wahrscheinlich erstmal chillen und abends weiß ich noch gar nicht, was los ist, was geplant ist. Da wartet, glaube ich, eine kleine Überraschung auf mich. So eine klitzekleine. Ich freue mich einfach. Freue mich, euch mitzunehmen in dieser Woche. Am Wochenende, am Samstag, weil morgen ist Mittwoch, ich habe an einem Mittwoch Geburtstag und am Wochenende ist meine Geburtstagsparty geplant. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Slay. Und ich habe mich gerade noch hübsch gemacht, weil ich möchte in mein 26. Lebensjahr als eine cute Baddie reingehen. Schritt Nummer 1, the cake. Eine kleine Verpackung. Das muss ich jetzt vermischen. Vielleicht sollte ich mir nochmal die Hände waschen, nachdem ich Paprika in der Hand hatte. Lecker. Ja? Ich hatte Angst, dass es schon wieder zu butterig riecht. Nach unserem Valentinstag-Fiasko. Wir haben an Valentinstag versucht, Plätzchen zu backen und haben Rama benutzt dafür und es hat einfach nur nach Butter gerochen. Der ganze Teig, das war sehr ekelig. Eieiei, ist ja aufregend hier. So. Das Trickige dabei ist, dass man den Boden nicht nur auf dem Boden verteilen muss, sondern einen Rand bilden muss für diesen Kuchen. Warum muss ich mir eigentlich zum Butter selber backen? Huh? Let's go. Das Krönchen darf heute natürlich nicht fehlen. Ich war gerade im Nagelstudio und habe jetzt frische Pink French Nails. Ich feiere meinen 26. Diese Deko ist so cool. Ich hatte noch nie so coole Geburtstagsdeko, wirklich. Bobby! Oh! Jetzt bin ich wieder zu Hause, habe frische Nägel und ich werde jetzt, glaube ich, einfach chillen. Ich werde jetzt heute einfach chillen. Ich habe vor, eine Liste zu machen mit 26 Dingen, die ich in 26 Jahren
gelernt habe. Das Video müsste dann eigentlich auch schon online sein, weil ich mich das natürlich auch verfilme. Und ja, das ist das Einzige, was ich heute noch wirklich vorhabe und halt später noch meine Überraschung. Ich weiß noch nicht, was wir machen, aber ich freue mich drauf. Und ich weiß, dass ich dann auch diese Schärpe hier anziehen muss. Birthday Girl, aber ich lieb's. Ich muss meinen Pink-Prinzessin-Traum ausleben, den ich früher nicht ausleben konnte, weil ich schüchtern as fuck war und jetzt bin ich eine Queen. Ich bin mich gerade am Schminken und es hat gerade eben geklingelt und das Geschenk von meiner Mama ist angekommen. Und zwar diese Bad Boys hier. Millie, was sagst du dazu? Ich bin jetzt einfach gigantisch groß. Ich lieb's komplett. Ich habe gerade mein 26 Dinge, die ich in 26 Jahren gelernt habe, Video aufgenommen. Und jetzt habe ich das Bedürfnis, einfach ein bisschen zu lesen auf meinem Kindle und einfach ein bisschen zu chillen und einen Tee zu trinken. Und ich bin sehr gespannt, was heute Abend noch ansteht. Ich weiß noch nicht, was passieren wird. Ich habe schon dreimal gesagt. Dieses Cover ist so fucking ugly, ne? Warum? Das! Leute, es ist Freitag, 2 Tage nach meinem Geburtstag. Ich habe gestern nichts gefilmt, denn ich war im Büro und da habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich wollte ein kleines Update geben. Ich habe nämlich noch 2 Bücher geschenkt bekommen. Ich freue mich so doll, wirklich. Ich bin gestern nach Hause gekommen und es stand ein Paket vor der Tür und ich habe nichts erwartet und packe das hier aus. Das habe ich von einer lieben Followerin bekommen und ich habe mich so gefreut, wirklich. Jetzt habe ich schon 2 Ellie Hazelwood Bücher zum Geburtstag bekommen und gestern Abend waren auch noch 2 Freunde da. Lustigerweise hat die eine Freundin auch am gleichen Tag wie ich Geburtstag, sie hat auch von mir ein Buch bekommen und ich habe das hier bekommen, The Summer Secret. Es ist irgendwie auch so ein bisschen Thriller-mäßig und ich bin mega gespannt, ich habe nämlich richtig Bock, mal wieder einen Thriller zu lesen. Mein TBR-Card hat sich auf jeden Fall gefüllt, ich bin richtig gespannt. Die habe ich ja schon an meinem Geburtstag ausgepackt, 6 of Crows und Right. Und yes, ich werde jetzt auf jeden Fall losgehen. Ich habe nämlich jetzt Paul und melde mich dann später bei euch nochmal. Hallöchen. Beim Paul war es heute richtig, richtig gut. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt und zwar wollte ich Outside, Inside, Leg, Hang, Switch ohne Hände schaffen. Für jeden, der kein Paul macht, hat sich das wahrscheinlich gerade wie eine andere Sprache angehört. Aber ich habe es geschafft. Hier Beweisvideo. Top. Und danach war ich gerade noch beim DM. Ich liebe ja Rosenduft und ich habe mir einfach ein Deo und eine Körperlotion in Rosengeruch gekauft. Und bin ultra happy. Ich bin einfach ultra happy. Und ich habe gerade kurz geheult, weil von meinem Papa kam mein Geburtstagsgeschenk endlich an. Er war ein bisschen mit meiner Bücherwishlist überfordert und hat mir deshalb einen Gutschein geschenkt. Und so einen kleinen Schutzengel. Da steht mein Geburtstag drauf. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn dranhängen soll, aber ich liebe ihn. Und ich habe eine Karte bekommen und wegen der habe ich geweint, weil ich das gelesen habe und mir so dachte so... It's just cute. Da hängt eine Plastiktüte im Baum. Wie kommt die da hin auf so einer Höhe? Ich meine, wir wohnen im 4. Stock. Und das ist genau hier. Weird. What the fuck? Ich muss übrigens unbedingt wirklich diesen Balkon dieses Jahr machen, weil ich habe so Bock, da drauf zu sitzen. Vor allem im Sommer abends ist es einfach so schön und morgens und... Ich muss es unbedingt machen. Okay, Leute. Ich werde mich jetzt an Videoschnitt setzen. Habe ich Bock? Nein. Mache ich trotzdem? Ja. Samstag. Heute wird mein Geburtstag nachgefeiert. Wir haben wunderschönes Wetter.
Die Sonne scheint. Und wir gehen gleich zum Brunchen. Ich habe mich gerade geschminkt. Ich muss noch meine Haare machen, beziehungsweise versuche sie zu machen. Und ich freue mich sehr. Wir gehen in mein Lieblings-veganes Brunch-Café-Restaurant. Also es ist auch ein Restaurant, aber ich liebe halt den Brunch dort am Wochenende. I will show you. Huge Tipp, falls ihr mal in Berlin seid und vegan brunchen gehen wollt am Wochenende. Geht dahin. Schmeckt nach Bubblegum, ja. Aber dadurch, dass es halt keine Süßungsstoffe hat, I guess es ist sehr gut, aber es schmeckt halt nicht süß. Es schmeckt wie so Bubblegum-Geschmack und damit ganz viel Wasser gemischt. Das ist dort hier mein Peace and Quiet. Oh, ich nehme immer noch auf. Ups. Wir waren gerade essen. Ich habe gerade so einen Introvert da und ich brauche einfach gerade mal Zeit für mich, wisst ihr. Ich habe halt noch kein Buch angefangen, weil heute Abend ist meine Geburtstagsparty und es werden mir Leute auch noch Bücher schenken, I guess. Und deswegen möchte ich warten bis heute Abend und dann erst entscheiden, was ich als nächstes anfange zu lesen. Auf jeden Fall hat es gerade geklingelt und es kam etwas Unerwartetes an und zwar Iron Flame. Ich habe das Buch ja schon gelesen, aber ich habe es halt noch nicht in meinem Regal stehen gehabt, weil meine originale Bestellung gecancelt worden ist. And now I got it. Also Iron Flame und Fourth Wing, das sind auf jeden Fall Bücher, die ich irgendwann nochmal re-readen werde. Dieses Buch hat, wie viele Bücher? 600 Seiten. Es sieht nach mehr aus. Es ist so dick. Es sieht wirklich nach mehr aus. Ich habe vorhin noch zwei Bücher ausgepackt, die ich bekommen habe. Ich glaube, ich muss am Ende nochmal so einen ganzen Stapel machen mit Büchern, die ich bekommen habe, weil es sind wirklich viele. Nach heute Abend dann. Aber was ich vorhin ausgepackt habe, ist einmal Once Upon a Broken Heart. Oh mein Gott, das wollte ich schon so lange lesen. Und dieses Cover ist einfach wunderschön, wirklich. Es ist so ein schönes Buch. Und ich habe hier auch schon reingeschaut. Und bitte, diese Karte. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Es ist so wunderschön. Und Powerless. Das ist auch eine Fantasy-Trilogie, wovon nur der erste Teil bisher draußen ist. Aber ich habe nur so Gutes gehört. Auch hier haben wir eine Map. Maps sind so wichtig. Und ich bin so happy, dass ich auch Fantasy-Bücher geschenkt bekommen habe. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass ich irgendwie keine Fantasy-Bücher bekomme, weil ich bin gerade voll im Fantasy-Trip. Und jetzt habe ich fast nur Fantasy-Bücher bekommen. Also die einzigen Bücher, die nicht Fantasy sind, waren halt das hier und die von Ellie Hazelwood. Aber ich mache am Ende nochmal einen Gesamtüberblick. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr happy. Und ja, jetzt gleich machen wir Vorbereitung für die Party heute Abend. Und guck mal, ich habe meinen kleinen Schutzengel hier an mein Armband dran gemacht. Jetzt beschützt er mich überall, wo ich hingehe. Das Essen war aber sehr lecker. 10 von 10, kann ich nur empfehlen. Wir waren bei Freundlichst. Meine Krone rutscht. Imagine, ich würde die so tragen. Mit so Emo-Pony noch. Perfekt. Ich könnte mich dran gewöhnen. Okay, Leute, ich habe ein Problem. In circa einer Stunde sind meine Gäste da. Und ich habe heute so einen richtigen Introvert-Day. Ich habe heute wirklich so gar keinen Bock zu reden, Geräusche zu hören. Ich will einfach nur in meinem Zimmer liegen und entweder lesen. Ich habe übrigens gerade Magnolia Parks noch angefangen. Den zweiten Teil, also den dritten Teil. Magnolia Parks, The Long Way Home. Ja, und ich würde einfach nur gerne lesen und entspannen und schlafen. Aber nein, genau heute ist natürlich meine Party. Ich war die letzte Zeit so gerne unter Leuten, habe gerne Sachen gemacht und jetzt gerade ist so... Ich denke, ich werde trotzdem einfach in meinen Gammelklamotten bleiben, weil es ist meine Party. Ich darf aussehen, wie ich will, in meiner Party. Und to be honest, man kennt mich ja nicht anders, ne? Dann muss ich mich mal zusammenreißen jetzt. Und morgen kann ich dann wieder chillen. Let's do this. Let's do this. Meine Muffins sind auch schon im Ofen. Komm, ich zeig sie euch. Komm. Tada. Ich habe sie diesmal mit Kokosöl gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken. Eigentlich müsste das ja geil sein. Hallo meine Lieben, wir haben jetzt Montag, das heißt meine Geburtstagswoche ist offiziell vorbei und ich bin so erschöpft, wirklich dieses Wochenende hatte wirklich den Vogel abgeschossen, aber es war wunderschön. Wir waren halt permanent eigentlich zu fünft in der Wohnung, waren dann am Samstag auch
brunchen zu fünft und haben abends eben bei mir die Party gehabt. Es war ultra sweet. Irgendwie haben sich alle über Bücher unterhalten, was ich komplett geliebt habe. Ich liebe es, dass ich einfach so viele Freunde habe mittlerweile, die einfach die gleichen Interessen haben. Auf jeden Fall dachte ich, ich mache ein updated Bücherhaul nochmal zum Ende hin. Ich habe so viele Bücher bekommen und ich bin so happy. Es sind so gute Picks. Ich habe von Eltern auch noch Amazon-Guthaben bekommen und habe mir vorhin auch nochmal Bücher bestellt. Auch passend zu dem, was ich geschenkt bekommen habe, beziehungsweise zwei Sachen, wo ich wusste, dass ich bestellen werde, wenn ich es nicht geschenkt bekomme. Diesen ganzen Stapel habe ich geschenkt bekommen und ich bin wirklich so happy. Ich bin so happy. Ich bin wirklich so dankbar für jeden, der mir was geschenkt hat. Und ich habe auch schon Disclaimer ausgesprochen, dass wenn die Leute, die mir die Bücher geschenkt haben, mich nicht in den nächsten 5 Monaten das Lesen sehen, sich nicht wundern sollen. Ich habe ja auch noch Kindle Unlimited und da sind auch noch 30 Bücher oder so, die ich lesen möchte. Und eben nun diese 10? Ah, sind 9. Es sind 9 Bücher, die ich hier dann noch zu lesen habe. Fangen wir einfach mal an. Das habe ich euch schon gezeigt. The Summer Secret. So ein Thriller. Ja, es hat so ein bisschen Thriller-Mystery-Vibes. Freue ich mich sehr drauf. Habe ich sehr, sehr Bock drauf. Dann habe ich bekommen, und das ist auch schon so lange auf meiner Wishlist gewesen, und zwar The 7 Husbands of Evelyn Hugo. Ich habe nur ultra gute Sachen von dem Buch gehört und ich bin mega hyped drauf. Die Schrift ist nur so wirklich winzig klein. Oh mein Gott, ich werde da so lesen. Ich freue mich sehr. Dann, ich habe ein Buch tatsächlich doppelt bekommen und es tat mir so leid und es war so ärgerlich. Es haben auch legit beide, es ist so witzig, es haben nämlich beide nicht von der Wishlist gekauft. Dann wäre es vielleicht nicht passiert, aber es haben beide im Laden gekauft. Und zwar ist das Powerless. Das ist der erste Teil von einer Fantasy-Trilogie, die jetzt in diesem Jahr noch weitergeführt wird. Dies kam letztes Jahr erst raus und auch hier habe ich nur gute Sachen gehört. Ich habe es euch, glaube ich, sogar schon gezeigt gehabt. Doch, ich habe euch schon gezeigt gehabt, glaube ich, mit der Map. Aber ja, Powerless habe ich leider doppelt bekommen, aber ich habe es direkt weitergeschenkt, weil ich weiß, dass meine Mitbewohnerin das auch gerne lesen möchte. Und dann können wir es zusammen lesen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das ist so einer meiner most anticipated Reads jetzt von diesem Stapel. Dann habe ich bekommen Once Upon a Broken Heart. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Und weil man hier die Caraville-Trilogie vorher lesen sollte, habe ich mir vorhin die Caraville-Trilogie bestellt. Alle 3 Bücher. Und das werde ich dann auch demnächst lesen, weil ich freue mich schon sehr, 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 sehr darauf. Und ich finde, das Cover ist einfach so wunderschön. Dann, das habe ich auch schon gezeigt, 6 of Crows. Einfach mega hyped auch drauf. So ein richtiges... Das ist aber, glaube ich, so ein... Ich weiß nicht, ob ich falsch liege, aber das ist für mich so ein Winter-Fantasy. Und jetzt geht es so in den Frühling. Also ich glaube, so Caraville und Once Upon a Broken Heart, das sind eher so Frühlings-Fantasy-Bücher, die ich jetzt auch gerne lesen möchte demnächst. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen warten, aber ich freue mich trotzdem unendlich drauf. Dann, Leute, wirklich, das ist so witzig. Ich habe einfach im Endeffekt 4 Bücher von Ellie Hazelwood bekommen, obwohl ich noch nie irgendein Buch von ihr gelesen habe. Und zwar habe ich Love on the Brain bekommen. Und wirklich, als ich das in der Hand hatte und verpackt hatte, hatte ich kurz so Angst, weil ich habe als erstes The Love Hypothesis bekommen. Und die Bücher sind sehr schwer. Die sind außergewöhnlich schwer, weil die haben auch so gebleichtes Papier, glaube ich. Und als ich das verpackt in der Hand hatte, war ich so, fuck, das ist jetzt eine 1/3 Chance, weil es gibt 3 Bücher, die so Women in Stam Romance sind. Und ich dachte so, okay, es ist jetzt eine 1 zu 3 Chance, dass es das gleiche ist. Aber es waren 2 unterschiedliche hier. Also habe ich Love Hypothesis und Love on the Brain bekommen. Da bin ich auch mega hyped, die zu lesen. Ich habe so Bock da drauf, wirklich. Dann habe ich auch noch den Young Adult Novel bekommen. Check and Mate. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Irgendwie so über Schachlesen stelle ich mir so cool vor. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und natürlich noch Bright, auch von Ellie Hazelwood. Ihr erster, nicht Fantasy-Roman, sondern so übernatürlich. Ich weiß nicht genau. Es geht um Vampire und Werwölfe, aber da habe ich auch mega Bock drauf. Ist auch letztens erst rausgekommen. Ich glaube, letzten Monat oder so. Und dann das letzte Buch, was ich bekommen habe, das habe ich auch schon gezeigt, Iron Flame. Einfach nur für die Sammlung. Einfach nur, damit es im Regal steht, weil... Oh, ich habe noch nicht reingeguckt. Oh mein Gott, ich hatte noch gar nicht reingeguckt. Oh mein Gott. Hier sind ja Zeichnungen von Xaden und Violet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so cool. Okay, hier hinten ist einfach nochmal genau das Gleiche. Oh mein Gott, ich habe mir einfach dieses Buch noch nicht angeguckt. Okay, es ist einfach schwarz und hat diese kupferfarbene Schrift. Geil. Richtig geil. Ich habe einfach nicht reingeguckt, ich Idiot. Ja, Leute, und das war's mit meinem Geburtstagsvlog. Geburtstag ist over. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da und natürlich ein Abo, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Lieben. Bye, bye.